Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Held vom Feld Update Video. Wir werden heute Challenge machen. Und wir haben den Glückspädagogen und den Dennis wieder hier. Wir werden heute Hackschnitzel machen. Wie und was, weiß ich nicht. Werden wir gleich erklärt bekommen. Hallo, grüß euch. Hallo, Werner. Hallo, schön, dass es spontan geklappt hat. Danke dafür. Ja, gerne. Ist doch überhaupt kein Thema. Wenn das passt, dann immer gerne. Was habe ich denn heute zu tun bei euch? Heute kommt die Holzhäcksler-Challenge. Wenn du soweit bist, dann würde ich dir einmal vorlesen, was dich erwartet. Ich bin bereit. Dann hast du natürlich die Chance, Fragen zu stellen. Ja. Ich muss dich aber einmal bitten, mitzukommen zu mir. Ja. Das ist wichtig. Und dass du dich dann bitte einmal da vorne in den Zaunfreiraum so ungefähr stellst. Kannst gerne auch in meine Richtung gucken, das ist absolut in Ordnung. Okay. Ich lese dir gleich vor, was dich erwartet. Ja. Dann kannst du schon einmal Fragen stellen. Dann wird die Auswahl getroffen. Und wenn du dann nochmal Fragen hast, kannst du die nochmal stellen. Sobald du jedoch den weißen Zaun übertrittst, also in Richtung Jens, ja, dann darfst du keine Fragen mehr stellen. Ich verstehe. Ja. Sobald du den Zaun einmal überschritten hast, darfst du auch erst wieder hier rüberkommen auf die Seite, wo der Anhänger steht, wenn du sagst, die Challenge ist für mich fertig, ich bin durch. Mhm. Ich gebe ab quasi. Erst dann darfst du hier wieder rüber. Solltest du aus Versehen hier rüberkommen, schwierig. Machen wir nicht, okay. Genau. In den Jens darfst du auch einsteigen, aber das sage ich dir dann gleich nochmal. Okay. Ich würde dir vorlesen, was dich erwartet. Mhm. Der Holzhäcksler. Beim Holzhäckseln muss der Teilnehmer eine Zahl zwischen 1 und 9 wählen und bekommt eine Menge mitgeteilt, die es zu häckseln gilt. Bei einer zweiten Auswahl, ebenfalls von 1 bis 9, wird die Baumart ausgewählt. Nun muss mit einem Holzhäcksler die zuvor festgelegte Menge möglichst genau in einen Anhänger, Füllvolumen 22.000 Liter, gehäckselt werden. Die Challenge ist gewonnen, sofern die vorgegebene Menge möglichst genau getroffen wurde, plus minus 25%. Der Gewinn 30.000 Euro. Soweit zum Vorlesen. Gibt es jetzt erste Fragen? Gibt es eine zeitliche Begrenzung? Nein. Das ist schon mal gut. Und wichtig ist zu wissen, der Kran muss nicht bedient werden. Genau. Ach, du kannst das Holz von Hand reinschmeißen. Ah, das ist ja noch angenehmer, okay. Ja. Dafür stellen wir dir dann gleich auch eine Dose Spinat daneben. Geil. Und dann. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich muss euch jetzt zweimal eine Zahl zwischen 1 und 9 sagen, um einmal die Menge festzustellen und einmal die Holzart festzustellen, die ich natürlich vorher nicht weiß. Genau. Der Anhänger hat ein Volumen von 22.000 Liter, wenn der Rand voll ist. Das ist richtig. Und ihr sagt mir dann, davon abhängig, welche Zahl ich wähle, wie viel Liter ich da reinmachen muss. Das ist ein Schätzbeispiel. Ich kann nicht in den Traktor steigen, die Liter angucken und wieder rausgehen. Dann ist es abgebrochen, verloren, vergiss es. Genau, dann ist es verloren. Deshalb steht er auch auf dieser Seite des Zaunes und du darfst den Zaun nicht übertreten. Sobald du übertrittst, ist abgegeben. Wenn du dich dann halt reinsetzt und siehst, oh, das hat jetzt nicht gereicht, ist trotzdem zu Ende. Das heißt, ich muss auch... Ja? Ja, mach du es. Das heißt, ich muss auch nicht in den Jens einsteigen, ich bleib davor stehen und hau die Baumstämme rein. Sehe ich denn, oder kann ich in den Jens einsteigen, um zu sehen, wie viel im Anhänger drin ist, optisch? Ja, genau. Ja, du darfst in den Jens einsteigen und in der Außenansicht kannst du dann sehen, wie viel in dem Anhänger drin ist. Okay, ist soweit klar. Und wenn ich der Meinung bin, es ist ausreichend, sage ich Stopp, aus, vorbei. Und erst dann darf ich aussteigen. Stopp. Genau, dann steigst du aus, gehst einmal über den Zaun rüber, auf die Seite hier, wo der Traktor und der Anhänger stehen. Und dann hast du abgegeben. Ist für mich klar. Gut, dann würde ich jetzt zur Auswahl kommen. Und zwar fangen wir mit der Holzart an. Nenn mir doch bitte eine Zahl von 1 bis 9. Eine Zahl ist schon vergeben, das ist die 7. Die kannst du nicht mehr nehmen. Ich nehme die 5. Die 5 nimmst du. Alles klar. Ich schreibe mir das hier eben auf. Markiere das entsprechend, dass die 5 weg ist.
So, okay. Du hast die Birke ausgewählt. Lieben wir. Super. Fantastisch. Dann nenn mir jetzt doch bitte eine Zahl von 1 bis 9, um die Menge zu ermitteln. Die Zahl 3 ist bereits vergeben. Dann nehme ich die 1. Du nimmst die 1. Das ist wunderbar. Ich markiere mir das eben. So, einmal ist es da markiert. Und deine zu häckseln. Ich brauche euch heute. Ich brauche euch heute. Lass mich kontrollieren. Ihr müsst sagen, mehr, weniger, mehr, weniger. 12.800 Liter. 12.800 Liter und in den Anhänger gehen 22.000 Liter rein. Also wenn ich den halb voll bekomme, wird es ungefähr passen. Okay. Hast du noch weitere Fragen? Wie viel hast du? 12.000 Liter? 12.800. Ich habe noch eine Frage. Liegt hier ausreichend Holz, damit ich es richtig schön vermasseln kann? Ja, ne? Wenn du der Meinung bist, dass das Holz, was wir dir zur Verfügung stellen, nicht ausreicht, dann darfst du natürlich jederzeit um Nachschub bitten. Darf ich fragen, wie lang die Birken sind, die da liegen? Dennis, sagen wir das oder sagen wir das nicht? Das sieht ihr ja eh gleich, also von daher. Du siehst es, sie sind alle gleich lang. Danke, das, okay, das beruhigt mich. Okay, ja, soweit, so gut. Ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Sie sind alle gleich lang plus minus die natürliche Giants-Differenz vom automatischen Absägen im Sägewerk. Ne? Also, okay. Wenn das eine Stück mal einen Liter mehr hat als das andere, das ist Giants-Rundungsfehler. Okay. Das heißt, es ist legitim, wenn ich jetzt 2, 3 Stämme reinlasse, mich kurz in den Häcksler sitze, gucke, dann sage mehr oder weniger, steig wieder aus und würde sagen Stopp oder ich würde sagen, ich mache noch 2 rein und sage dann Stopp. Das ist legitim. Genau. Genau. Du darfst jederzeit in den Jens einsteigen und gucken. Du darfst halt nur nicht aus Versehen über den Zaun springen. Sobald du über den Zaun rübergehst, ist es abgegeben. Okay. Alles damit klar? Damit du nicht aus Versehen in den Fenty einsteigst, setze ich mich da gleich rein, damit du da nicht aus Versehen reintappen kannst. Okay. Dann darfst du als erstes ausprobieren, ob du schon die Schlüssel hast, um in den Jens einzusteigen. Muss ich springen oder darf ich da hingehen? Du darfst da auch hingehen. Okay. Und dann, wenn du den Zaun aber übertrittst, dann geht's los. Okay. Ne? Einmal ausprobieren, ob die Schlüssel passen. Dann gucken wir, dass das geht. Nee. Gut, warte, ich gebe dir gleich andere Schlüssel. Wo ist er denn? Da ist er. Probier doch mal diese Schlüssel aus. Ja, geht. Gut. Okay, dann steig einmal aus. Jawohl. Oh, da landest du beim Aussteigen. Okay. So, dass du eigentlich nicht über den Zaun rüberspringst. Gut. Wir starten dir das Gerät. Danke. Und wenn du soweit bist, dann viel Erfolg. Okay, wo ist der Spinat? Der Spinat ist der schon hast da. Schon gegessen? Ah, den hab ich schon gegessen. Schon war lecker. Ach du Scheiße, seid ihr. Ach du Scheiße. Na gut, irgendwie muss ich ja mal anfangen, ne? Ich hätte, ihr müsst Stopp sagen, wenn ich genug drin habe, ne? Wie viel sind das von den kleinen Scheißdingern? 10 Stück würde ich mal reinballern. Ich brauche da mehr, locker mehr. Wie viel habe ich jetzt? Ich glaube, das war der 4. Aber ich würde mal so 10 Stück reinhauen, dann schauen wir mal, wie es wird. Aber ich hätte mitzählen sollen, ne? Mach jetzt noch 2 rein. Nicht viel, ey. So, warte mal. Das ist jetzt der letzte, den ich reinmache. Erstmal. Chat, wie viel waren das jetzt? Wir steigen jetzt in das Fahrzeug ein. Ich würde sagen, 1/4. Das waren jetzt, wie viel waren das jetzt? 8 oder 9? 8. Dann würde ich jetzt nochmal 6 reinmachen und dann schauen wir nochmal. Oder nochmal 8. Was glaubt ihr? Ich fange schon mal an.
1. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Alter, es ist nicht wirklich mehr geworden. Boah, ich glaube, wir müssen noch mehr reinpacken. Sollen wir noch drei? Nochmal sechs finde ich viel. Ich würde sagen, wir machen nochmal vier. Vier muss es auf alle Fälle noch vertragen. Eins. Zwei. Okay, wir machen nur drei. Drei. So. Lassen wir es so? Oder nicht? Lassen wir es so oder nicht? Es ist zu wenig, ne? Es ist zu wenig. Wir machen noch zwei rein. Wir machen noch zwei rein. Es sieht so wenig aus. Eins. Ist reingegangen. Zwei. Ey, das sieht immer gleich aus. Lass mal's gut sein oder sagt ihr noch einen? Ich mach eine zur Sicherheit und dann lass mal's gut sein. Der letzte. Würde jetzt abschließen. Wenn du dann jetzt abschließen möchtest, dann spring bitte einmal über den weißen Zaun. Oh, ich bin hängen geblieben. Oder geh drin vorbei. Okay. Du hättest mindestens abgeben müssen 9600 Liter. Du hättest maximal abgeben dürfen 16.000 Liter. Was schätzt du, wie viel hast du? Es ist ganz schwierig zu sagen. Ich habe reingeworfen, der Haufen wurde nicht größer. Vielleicht so an die 10.000? Soll ich auflösen? Ja, bitte. Du hast 8.210 Liter. Das ist zu wenig. Auch, genau, du darfst auch gerne einmal in den Fendt einsteigen und dir das... Nee, ich glaub dir das. 8.200. Ja, leider knapp runter. Schade. Bernhard, du hast gerade so einen richtigen Use-Blick drauf. Ja. So einen Use-Blick? Ja. Nee, aber ich habe immer gedacht, weil vorne war relativ viel und hinten war so gar nichts. Nehmen wir so, die Anhänger werden ja nicht ganz, ganz voll im LS. Von dem her, wenn es ein bisschen drunter ist, könnte es nicht weit weg sein von der Hälfte. Aber dass nur 8000 sind, das ist ja nicht wenig, ja. Aber ich habe gedacht, ich habe hier längere Stücke, deswegen war es ein bisschen schwierig. Naja, ist so. Die werden ja noch schwerer, dann hättest du ja noch eine Spinale essen müssen. Ne? Und dann wirst du irgendwann zusammen oder so. Ja, das ist dann egal. Aber, ist das auch Unterschied vom Holz her, wie viel da reingeht? Also wenn ihr sagt, man muss die Holzgruppe nehmen. Wie mal, ob die Holz... Nein, eine Eiche wird wahrscheinlich mehr geben, als wie eine Birke. Achso, ja, die Holzstücke, die haben unterschiedliche... Ja. Aber wir haben das schon ausgetestet. Nee, das glaube ich euch.
Naja, schade, kann man nichts machen. Ist, bis ist.